Wohngebiet Regenstein soll attraktiver werden. GVS Quartierzentrum eröffnet. In Deutschland nimmt die Überalterung zu. Schon heute sind rund 50% der Bevölkerung älter als 45 Jahre. Das bedeutet, immer mehr Pflegekräfte werden gebraucht und da ist auch Blankenburg keine Ausnahme. Das Quartier Regenstein ist natürlich ein ganz wichtiges Quartier. Etwa 2300 Menschen leben hier direkt im Regenstein in diesem Wohngebiet. Das ist ein Wohngebiet, das natürlich im Wesentlichen aus Plattenbauten besteht, aber auch in die Randbereiche durch Einfamilienhäuser, durch villenähnliche Häuser gekennzeichnet ist. Und es ist vor allem ein Wohngebiet, das vielen Veränderungen in den letzten Jahrzehnten unterlegen ist und ist für uns aber besonders wichtig, weil sich hier die Frage stellt, wie verändert sich Leben in einem solchen Quartier? Was sind die Herausforderungen der Zukunft? Und darum setzt sich Stadt und Stadtrat gemeinsam dafür ein, dass wir den Menschen hier Perspektiven bieten, Perspektiven, die sie selber auch mit in die Hand nehmen können. Und die Stadt unterstützt das zum einen mit einem kleinen finanziellen Anreiz hier für den GVS. Wir haben also ähnlich wie das bei manchen Vereinen auch ist, jedes Jahr 1 Euro pro Einwohner zur Verfügung gestellt, um die kleinen Projekte, die manchmal ganz wichtig sind und schon den Menschen vor Ort helfen, anzuschieben, andere Partner zu gewinnen. Und wir haben ja gute Partner hier auch an der Seite im Regenstein. Und das soll auch ein Anreiz sein, zu sagen, wir erreichen etwas gemeinsam, gleichberechtigt auf Augenhöhe. Und das gelingt uns, glaube ich, hier sehr gut. Der GVS unterstützt oder initiiert die Quartiersarbeit und sorgt dafür, dass wir ein starkes Netzwerk an Unterstützern, an Partnern hier in der Stadt Blankenburg für ein Wohngebiet, für ein Quartier bekommen. Und das geht mit den Nachbarn, mit den Bewohnern, mit den Engagierten und ja, mit den starken Partnern. Die Stadt Blankenburg, die Wohnungswirtschaft, die Stadtwerke und viele andere Partner aus der lokalen Wirtschaft und natürlich auch die sozialen Träger. Wir als Stadtwerke Blankenburg und kommunaler Partner wollen natürlich auch gerade das Thema Elektromobilität auch hier nicht zu kurz kommen lassen und haben hier auf dem Parkplatz beim Quartierszentrum der GVS auch Ladeinfrastruktur aufgebaut. Leider muss ich sagen, es ist keine öffentliche Ladeinfrastruktur. Es ist schon primär gedacht natürlich für die GVS und halt für die Mieter. Aber es soll ein Zeichen sein, dass es auch hier mit halböffentlicher Ladeinfrastruktur weitergeht und natürlich dann auch die GVS als Partner wir dann auch genauso zur Seite stehen und unterstützen. Das ist für uns hier ein ganz, ganz wichtiges Quartier. Hier wohnt fast die Hälfte unserer gesamten Mieterschaft und wir haben ganz, ganz große Herausforderungen festgestellt in den letzten Jahren und da hatten wir uns überlegt, Mensch, wie können wir dem begegnen? Und in den gemeinsamen Gesprächen mit den Partnern von der Wohnungsgenossenschaft Blankenburg sind wir eben auf die große Idee gekommen, hier ein Quartierskonzept ins Leben zu rufen und auf den Zug ist der GVS ganz schnell mit draufgesprungen und haben gesagt, Mensch, da machen wir gleich ein Dreierprojekt draus. Und das Ganze steht und fällt natürlich mit Personal. Es entstehen Kosten und da haben wir auch gesagt, na klar, das ist für uns elementar und müssen demzufolge auch ganz viel auch finanziell mit unterstützen, mit Manpower unterstützen und allem, was sonst noch so anfällt, damit dieses Quartier einfach sich weiterentwickelt, die Mieter mit einbezogen werden in die Quartiersentwicklung und hier die Attraktivität des Regensteins halt steigt. Und am Ende des Tages wollen wir natürlich auch damit unsere Mieter halten und auch neue Mieter finden. Nach einer Explosion im Dezember 2019 ließ die Blankenburger Wohnungsgesellschaft 3 Hauseingänge des Gebäudes im Objekt Bertolt-Brecht-Straße abreißen und errichtete hier einen modernen Neubau mit 6 barrierefreien Wohnungen und einer Station für den gemeinnützigen Verein für Sozialeinrichtungen. GVS Quartierszentrum ist im Prinzip die Vereinigung zwischen der Begegnungsstätte nebenan und auch der ambulante Pflegedienst des GVS ist mit unter diesem Dach die GVS Sozialstation. Nicht nur sprechen wir die Alten an, sondern auch alle anderen Nachbarn und Bewohner des Quartiers. Das können eben auch junge Menschen sein. Wir sind auch Träger der Kita am Regenstein. Wir haben dort viele Eltern, viele Kinder.
Mehr als in anderen Ländern leben in Deutschland 20% der Menschen allein und das bedeutet Vereinsamung. Um dem entgegenzuwirken, baute die Quartiersmanagerin Ines Kühnel die Begegnungsstätte nebenan mit zahlreichen Unterstützern auf, um ein tragfähiges Netz sozialer Kontakte zu knüpfen. Deshalb geht auch besonderer Dank an Ines Kühnel und an die Vorstandsvorsitzende der GVS, Birgit Rother. Ich glaube, das ist außerordentlich wichtig, dass wir nach Corona-Pandemie, aber auch nach, ich sag mal, vielen Krisen, die wir haben, die die Menschen auch ein Stück weit entzweit haben, wieder Begegnungspunkte schaffen, wo man sich hinwenden kann, wo man sich treffen kann, wo Probleme diskutiert werden, vielleicht auch beseitigt werden oder wo man sich einfach nur trifft. Weil gerade in der Pandemie haben wir doch gesehen, dass der Mensch eigentlich ein Gesellschaftswesen ist und gar nicht alleine sein möchte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein solches Quartier haben, wo auch viele hunderte, tausende Menschen wohnen, hier in Blankenburg, dass man sich um sie bemüht und kümmert. Und deswegen ist auch beispielgebend für andere Städte im Landkreis. Das Quartier Regenstein ist aber nicht der einzige Brennpunkt in Blankenburg. Es soll aber auch für die Stadt ein Aufschlag sein, dass wir uns gemeinsam Gedanken machen über unsere anderen Quartiere, beispielsweise die Altstadt, die Ösig, der Bereich am Bahnhof. Auch da haben wir ganz besondere Herausforderungen, die vielleicht etwas anders sind als hier im Regenstein. Aber die Stadt Blankenburg will auch in Zukunft lebens- und liebenswert sein. Und darum ist das heute ein ganz, ganz wichtiges Zeichen.